So, jetzt grüßen wir und jetzt kommen wir zurück zu Wolfenstein. Wow. Wow, wow. Das ist cool, dass man so eine Kiste da zur Hälfte schlagen kann. Oh oh. Oh, wir sollten ein bisschen vorsichtig sein. Vorsichtig sein. Signal entdeckt. Genau, ein bisschen nachkalibrieren. Oh oh. Wo sind sie? Ah, das eine kommen wir näher. Beim einen kommen wir näher, aber ich glaube, er steht da oben. Okay. Da müssen wir jetzt ganz schön vorsichtig sein, weil wir sind hier in einem verdammten Gefängnis. Da erwarte ich Professionalität. Ja. Yeah. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ich habe es auf jeden Fall gemacht. Oh, es hört sich irgendwie... Irgendwie hört sich... Tesla-Granate? What? Eine Handgranate, die einen starken elektromagnetischen Impuls verursacht, geeignet, um mehrere Gegner ausschalten, ohne für Ablenkung zu sorgen. Ihr magnetisches kleines Gehäuse haftet an nahen mechanischen Gegnern und schaltet sie kurzzeitig aus. Vergiss nicht aus... Oh, wow. Wow. Verbesserung. Habe ich jetzt da schon einen Schalldämpfer drauf schon, oder? Ja, genau. Sehr gut. Sagst du irgendwas? Oh mein Gott. Yes! Meine Fresse! Das war knapp! Oh. Okay, gut. Wow, das war... Moment mal, dann ist es ja hier weg, ne? Dann sind wir jetzt hier alleine. Oh ja, das sind wir alleine. Okay. Ja. Jetzt. Ja. Oh, wow, ich wusste das. Das war... Ah, mir fast klar. Okay. So, was gibt's hier? Kann ich hochgehen? Sehr gut. Ich mag es, wenn es hochgeht. Was zum Teufel? Hoch hinaus. Devise. Gute Devise. Wir können uns da runterseilen. Yeah. Wo ist der Scharfschützengewehr? Oh, verdammt, da ist noch mal der Scharfschützen. Und wenn das jetzt noch Schallgedämpft wäre. Lego Mio, das wäre ziemlich krass. Aber ich glaube, ich kann mich jetzt da nicht abseilen, ohne dass da der mich das... Ich glaube, das wird der sehen. Ich befürchte, dass der das sehen könnte. Und genau deswegen machen wir das nicht. Wow, das schaut echt gut aus. Okay. Hey, Marco. Boah, war bestimmt leise. Bestimmt war das leise. Okay. Nein. Okay. Nein. Ich bin auf dem Dach, verdammt. Oh nein, nein, nein. Er will. Oh mein Gott. Noch eins. Können wir jetzt tatsächlich. Ernsthaft, brauchen wir das? Ist es nötig? Ist es nötig? Nein, das war's nicht. Das war's auch nicht. Okay, oh ja, Alarm, fordere Verstärkung an! Verstanden, Kommandant! Verstärkung ist unterwegs! Das war so unnötig. Das war echt so unnötig. Was zum Teufel? Okay, ich bin langsam echt... Echt? Was zum Teufel? Ich wollte eigentlich nur gucken, ob man zoomen kann. Wow! So. Keine Munition mehr. Nicht gut. Dafür habe ich noch welche.
Wo ist denn mein Gewehr eigentlich? Da ist es. Ah, ich habe keine Muni, ich verstehe. Ich muss schon sagen, ich bin gleich tot. Oh, ich bin tot. Verstehe, okay, das war halt einfach strunzdämlich, ne? Kennt man halt von mir. Ach was, schalte alle Kommandanten in der Umgebung aus, dann können sie keinen Alarm. Interessant. Ah, das war natürlich praktisch. Das war natürlich praktisch. Das war natürlich echt praktisch. So, okay. Verstehe. Okay. Dann machen wir das jetzt ganz ein bisschen professioneller. Ein bisschen. Ey, das ist schon gemein. Ey, ich sag dazu jetzt nichts. Ich sag dazu jetzt gar nichts. Ich sag dazu jetzt gar nichts. Ich sag dazu jetzt einfach gar nichts. Nein. Kein Kommentar. Aber wirklich nicht. Aber wirklich nicht. Ganz ehrlich. Du kleiner Sack, dich hole ich mir. Nee, jetzt hole ich mich nicht mehr. Nee, jetzt sag ich. Jetzt auch nicht. Ich brauche unbedingt Munition. Und vor allen Dingen, ich hab echt schon wieder, ich hab so ein verdammtes Kurzzeitgedächtnis. Ich weiß halt einfach überhaupt nicht mehr, wie man dieses komische Rad zum, ihr wisst schon, ne? Dieses Rad halt, ne? Wo man da sehen kann, wo, welche Waffe, Akimbo, Granate, Autokarte, linke, Tagebuch, Schießen, Lernen, bla bla bla, gibt's nicht. Gut, dann halt nicht mehr, dann gibt's nicht. Hab ich mir das halt einfach eingebildet die ganze Zeit. Kann ja auch sein. Kann ja auch sein, ne? So. So. Alles klar. So. Hallo. Warschau, 9. Oktober 1960. Das haben wir ja vorhin nicht gefunden. Geistesgestörte aus Anstalt entflohen. Zwei gefährliche Geisteskranke haben heute in der Zerklatt-Psychiatrie in Mataviers Patienten und Mitarbeiter wahllos niedergemetzelt. Das Duo wurde bei der Flucht in einem Wagen beobachtet, nachdem es die Gesetzhüter getötet hatte, die es aufhalten sollten. Bei den Patienten handelt es sich um einen Mann und eine... Ach, hi. Ich glaube, ich fühle mich angesprochen. Der Mann wird beschrieben als blond, blauäugig und um die 40 Jahre alt. Die ungefähr 35 Jahre alte Frau hat braune Haare und blaue Augen. Diese Kriminellen gelten als verwandt und gefährlich. Versuchen Sie nicht, den Helden zu spielen, wenn Sie sie sehen, warnt der Sprecher der Polizei von Marte Wies. Die Öffentlichkeit während der heutigen Pressekonferenz. Ja, hallo. Ja, die kenne ich doch. Na, die kenne ich doch alle. Nein. Ah, okay, so können wir es auch machen. Wo ist denn jetzt der Typ? Ich erwarte, dass der Typ jetzt da ist. Dass ich ihn messern kann. Stechen! Stechen! Kommt er oder weniger? Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Lass dir nicht Zeit, Mann. Bin ich heiß und dann... Stechen! Und dann kommt er auf einmal rein. Jetzt hat. Hallo. Na. Aber die Wunde sieht man gar nicht. Muss man ein bisschen nachstechen. Jetzt ist ein bisschen Blut da. Jetzt kann man es lassen. So. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder hoch, weil... Da oben gibt es ein tolles Gewehr, das glaube ich ist immer ganz ordentlich. Und das finde ich auch cool. Und natürlich sieht mich hier keiner, wie ich hier hochgehe. Oh, wir fallen runter, wenn wir wegschauen. Verstehe, okay. Nicht schlecht. Dann bleiben wir mal auf Sichtkontakt zur Leiter. Nicht, dass noch was passiert. Ah, hallo. Okay. Ja, nee, ich töte jetzt echt keinen. Weil das ist mir echt ein bisschen zu heavy. So, okay. Ja, genau. Okay.
Dann gucke ich nochmal, ob wir auf dem... Oh, da ist ein fettes Geschütz. Da ist ein fettes Geschütz. Da ist ein fettes Geschütz. So, okay. Ah, ich verstehe. Ja! Speer. Okay. Auf der Hoffnung, dass keiner drin ist. Haben wir Glück gehabt. Finde ich gut. Er ist tot. Und ich hoffe, hier kommt auch keiner mehr rein. Ansonsten schlecht. Aber kriegen wir schon irgendwie hin. Sollen wir den ausschalten? Nee, das ist mir zu... Das ist mir so ein bisschen zu... Tricky. Tricky. Aber da war doch gerade irgendwas. Irgendwas war doch da gerade. Ah ja, genau. Ah! Lagerkommandantin plant Steinbruch. Zagreb, 9. Oktober 1960. Nach der Entdeckung weiterer Kalksteinvorkommen in der Nähe des Lagers Selo gab Irene Engel, die Kommandantin von Selo, Pläne zur Errichtung eines zweiten Lagers bekannt. Da Kalkstein ein solch wichtiger Bestandteil bei der Herstellung von Superbeton ist, mit dem wir unsere neue Welt erbauen, wird dieser Steinbruch sicherstellen, dass unser Volk sich noch schneller an weiteren Orten auf der Welt ansiedeln kann, teilte Kommandantin Engel heute vor Pressevertreterin mit. Yeah! Okay, gut. Aha. Lala. Oh! Enigma-Code-Fragment! 8.2 oder 8 zu 2. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Burschen, jetzt müssen wir aufpassen. Aber eigentlich nach Adam Riese und Eva Zwerg müsste jetzt kein Alarm mehr kommen. Eigentlich. Eigentlich ja. Eigentlich ja. Oh, ein bisschen handeln, hier ein bisschen trainieren, finde ich, oder? Ist okay, kann man machen. Sehr cool. Sehr cool. Es geht nichts über ein paar Helme. Wow. Wow. Da wollte jemand was sagen, aber er war zu langsam. Er war einfach zu langsam. Und ich habe schneller geschossen als mein Schatten. Meine Witze werden nicht besser, ich weiß. Deswegen sollte ich echt meine Klappe halten. Okay. Okay. So. Wow. Fühle ich mich gut, ey. Ich fühle mich gut. Oh, oh. Ah, den können wir... Den holen wir uns? Ja, den holen wir uns. Ja. Passt, oder? Ja. Ich würde sagen, das passt. Das geht klar. So, können wir da jetzt einfach reingehen, oder wie schaut das jetzt aus? Verschlossen. Verschlossen. Ah, schlecht. Aber das ist nicht verschlossen. Okay. Vielleicht. Nein. Vielleicht hier oben. Öffne. Ah, Mist. Öffne von der anderen Seite. Ah, schieß. Vielleicht. Nein. 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 Okay. Okay, gibt's hier irgendwo. Nö. Nö, nö. Okay. Ah, vielleicht hier, natürlich hier. Notizen, ne? Säubere den östlichen Bereich. Hier wimmelt es nur, muss diesen Bereich säubern. Ah. Damit Opa sicher durchgehen kann. Also müsste auch das Geschütz erledigt werden. I see. Oh, wow. Oh yeah. Oh yeah. So, das wär's. Zurück zum Wagen. Ist das nicht genial? Mann, Mann, Mann. Da kann ich jetzt hier durchspringen. Und ich habe halt tatsächlich Schaden genommen. Ernsthaft? Oh mein Gott. Und vor allen Dingen, jetzt kann ich endlich mal wieder ein bisschen hier Muni, ne? Yeah. Guten Mann, Preskovic, festhalten! Okay. Wow. Da habe ich Angst. Habe ich Angst? Wenn die mich so anschaut. Alles klar. Guter Schuss für eine Dame ihres Alters. Boah. Nicht schlecht. Wow. Oh, oh.
tot. Nee. Hammer's oder? Ja gut, dann kann ich aber gleich zu der Waffe greifen. Ich höre jemanden laufen. Ja, klar, komm hier. Mehr als einen hohen Sack wegschießen geht nicht. Geht einfach nicht. Oh, wow. Das ist aber ekelhaft. Und hier? Der hat ja gerade das Messer weggeschmissen. Du Wahnsinniger. Du Wahnsinniger. Ah, Mausrad. Ich verstehe, Mausrad war das. Okay. Ah, verstanden. Sehr gut. Okay. Kann ich da hochfahren? Nein, natürlich muss ich zu Fuß gehen. Ja, Muni. Ja, cool. Nochmal cool. Und hier? Ah, ich verstehe. Hier wird wieder aufgebrochen. Jawohl. Hallo? Okay, speichert. Dann machen wir auch Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ich von mir überlegt, für die beiden Wolfschüler, die New Order mit mir dabei sind. Meinungsleben für heute. Auf Wiedersehen. Tschüssi.